Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der BIA-Gruppe. Mein Name ist Markus Dahlhaus. Ich bin technischer Geschäftsführer der BIA-Gruppe und möchte Sie hier recht herzlich zu unserem dritten BIA-Online-Infoforum begrüßen. Wie in den Jahren 2021 und 2020 gibt es auch im Jahr 2022 Neues aus der BIA-Gruppe zu berichten. Wir haben dafür das bewährte Format des BIA-Online-Forums gewählt, um Sie in den nächsten 45 Minuten mit interessanten und hoffentlich auch unterhaltsamen Beiträgen aus der BIA-Gruppe über die neuesten Entwicklungen zu unterrichten. Das machen wir in Form von Filmen und Präsentationen sowie Diskussionen. Damit werden wir die Themen Nachhaltigkeit sowie auch Chrom 6-Freiheit und Produkte der Kunststoffgalvanik beschreiben. Wir freuen uns auf Ihre rege Beteiligung und Fragen und würde Sie daher bitten, diese Fragen auch zu stellen. Wie Sie das am einfachsten hier in das Studio in unserer Firmenzentrale schicken können, zeigt Ihnen nun unser Tutorial. Zunächst werden wir Ihnen von unserem Leiter der Entwicklung und Prozesstechnik, Dr. Felix Heinzler, über den Stand der Chrom-6-freien Verchromung von Kunststoffen berichten. Dazu erfahren wir auch einiges zum Thema der Wertstoffrückgewinnung und Ressourcenschonung in den Prozessen. Danach wird uns Dr. Markus Hepp, BIAS Technology Manager Automotive, über das Recycling und den Wiedereinsatz von verchromten Kunststoffbauteilen berichten. In einer kurzen Diskussionsrunde möchten wir dann diese Themen mit Ihnen vertiefen. Den zweiten Teil des BIA-Online-Forums wird Jörg Püttbach, der Inhaber der BIA-Gruppe, mit einem Nachrichtenblock eröffnen. Anschließend werden wir dann Ihre Zuschauerfragen beantworten können und in einer Diskussionsrunde dieses BIA-Online-Forum zu Ende führen. Doch nun zum ersten Beitrag. Schon seit einigen Jahren, nicht erst seit der REACH-Gesetzgebung, entwickelt die Kunststoff-Galvanik-Branche zusammen mit ihren Prozesschemiepartnern chrom-6-freie Lösungen für die Kunststoffgalvanik. Diesen Prozess hat Dr. Felix Heinzler seit Anfang an begleitet und regelmäßig über die Fortschritte auch in den FGK-Ringversuchen berichtet. Heute wird er uns die nächsten Schritte zur komplett chrom-6-freien Verchromung über die nächsten Schritte berichten und diese Technologien zur Ressourcenschonung vorstellen. Guten Morgen. Ich darf Ihnen im Weiteren unseren Beitrag zur Zukunftstechnologie Galvanik vorstellen. Also nennen wir es mal ein Spotlight zu unseren Themenschwerpunkten, die wir ja mit der Galvanik direkt als Entwicklung verbinden. Wir haben eine neue Galvanik in Solingen gebaut. Ein großes Projekt über die letzten Jahre mit größeren Umbauten, die wir auch schon mal vorgestellt haben. Und wir sind inzwischen so weit, dass die Galvanik startbereit ist, die ersten Warenträger produziert worden sind und wir hier nun auch die Kernthemen, die wir uns damit vorgenommen haben, angehen können. Das Ganze ist ein Leuchtturmprojekt, gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, in dem wir ja die umweltfreundliche Galvanik in den Vordergrund rücken wollen. Bedeutet, es ist eine Galvanik, die in Großserie einen vollständig chrom-6-freien Prozess implementieren kann. Wir befinden uns hier momentan in der Qualifizierung dieses Prozesses. Wir haben verschiedene Themen über Energieeffizienz und Rückgewinnungsanlagen hiermit integriert und können somit auch auf ja, die zukünftigen Anforderungen, die unsere Bauteile betreffen und die Prozesse betreffen, entsprechende Antworten geben. Eine Seitennote dabei zum Thema Chrom-6-freie Vorbehandlung. Hier haben wir auch in unserer Galvanik in der Slowakei bereits einen Prozess zur Polyamid-Galvanik implementiert, der ebenfalls eine Chrom-6-freie Vorbehandlung hier ermöglicht. Die Bauteile befinden sich momentan in der Qualifizierung. Anlage werden wir uns gleich live ansehen.
Ein paar Kernthemen dazu, die wir mit diesem und weiteren Projekten angehen wollen, sind hier aufgelistet. Wir werden uns mit der Effizienz dieser Anlagentechnik auseinandersetzen. Das bedeutet, die wichtigen Schwerpunkte sind hier Anodenenergie und die Wertstoffe, die wir in den Elektrolyten einsetzen. Wir haben uns im letzten Jahr ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wie Anoden aufgebaut sind. Das Kernthema ist hier die Reduzierung von Iridium in den Mischoxidanoden, die für den dreiwertigen Prozess notwendig sind. Hier sind zum ersten Mal Anoden verbaut, die hier einen alternativen Aufbau haben, die inzwischen auch serienerprobt bereits eine Beschichtung mit gleicher Qualität liefern. In der Anlage ist ein Energiemanagementsystem integriert, was es uns ermöglichen wird, über die nächsten Monate Prozesse und Elektrolyte sowie Peripherie gegeneinander zu benchmarken, um hier möglichst energieeffizient diesen Prozess umsetzen zu können. Ein größeres Thema, was wir immer wieder auch im Online-Forum angesprochen haben, ist bei uns die Kreislaufwirtschaft. Hier haben wir schon über Rezyklate gesprochen. In diesem Fall möchte ich den Blick auf die Galvanik nochmal werfen. Hier haben wir natürlich auch sehr viele Wertstoffe einfach im Einsatz. Und wir sind in zwei großen Projekten unterwegs, die sich hier mit der Kreislaufführung beschäftigen. Die Kernthemen sind die Integration einer Palladiumrückgewinnung, die wir hier am Standort inzwischen erfolgreich etabliert haben. Wir sind dabei, eine Nickelrückgewinnung zu etablieren, die es uns ermöglicht, nahezu 100% unserer eingebrachten und in die Spülen verschleppten Nickelanteile wieder zurückzugewinnen. Und ein großes Projekt, was wir im nächsten Jahr hier mit einem Prototypenaufbau etablieren werden und mit Partnern umsetzen, ist dann die Aufbereitung von dreiwertigen Chromspülen zur Wasserrückgewinnung. So viel zu kurzen Spotlights. Wir werden uns die Anlagen gleich einmal in der Fertigung anschauen. Wir gehen diese Themen nicht alleine an, sondern wir arbeiten hier mit Partnern und mit Förderungen entsprechend zusammen. Das Intelwatt-Projekt ist eines der größeren Projekte, wo 3 Jahre lang die Umkehrosmose zur Aufbereitung von Spülwässern entsprechend erarbeitet wird. Hier arbeiten wir mit der Universität Birmingham und der TH Köln ganz intensiv zusammen. Die Effizienzagentur NRW und das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalens haben uns ganz massiv bei der Umsetzung der Palladiumrückgewinnung, die wir inzwischen im Serienbetrieb etabliert haben, unterstützt. Und final ist dann noch das Umweltinnovationsprogramm vom Bundesumweltministerium zu nennen, mit der wir das Gesamtthema im Neubau der BIA2 und der umweltfreundlichen Galvanik gerade etabliert haben und auch im nächsten Jahr die Prozesse mit Unterstützung hier qualifizieren werden. Nach dieser Kurzvorstellung der jeweiligen Themenbereiche können wir uns jetzt die bereits aufgebauten Anlagen bei uns in der Fertigung ansehen. Wir starten bei uns im Keller sozusagen. Das hier ist der Bereich, den wir ebenfalls zum Aufbau der neuen Galvanik neu gestaltet haben. Bedeutet, der Bereich, der die Abwasseranlage beinhaltet und die Gegenbehälter zur Reinigung der Elektrolyte, ist hier unten ebenfalls komplett mit dem Neubau der BIA2 entsprechend auf den neuesten Stand der Technik aufgewertet worden. Sprich, das, was man aus der Galvanotechnik kennt, die entsprechenden Reaktoren, die entsprechenden Gegenbehälter und dann Tanks für die Abwasserbehandlung sind hier unten integriert. Hier stehen auch die Palladiumrückgewinnung und die Nickelrückgewinnung, die wir in der Qualifizierung haben, beziehungsweise die Palladiumrückgewinnung läuft bereits in Serie. Das sind beides Technologien, die auf Ionentauscherharzen basieren. Bedeutet, wir sammeln im Prinzip am Beispiel vom Palladium das Abwasser aus den Spülen. Wir bereiten es auf und leiten es dann über eine Harztechnologie, die es uns erlaubt, knapp 95-96% des Palladiums, das in die Spüle verschleppt wird, hier wieder rauszuziehen. Wenn man sich die Anlage hier neben mir anguckt, so ist im Prinzip dann auch der Aufbau, wenn man so will, von so einer Anlage. Das heißt, wir haben einen Gegenbehälter, in dem das Ganze aufbereitet werden kann und dann eine entsprechende Harzsäule, so wie die hier, in der dann der eigentliche Rückgewinnungsprozess stattfindet. Das hier, die Anlage, die wir jetzt hier gerade sehen, ist die Nickelrückgewinnungsanlage, die wir zusammen mit McDermott Entone Envio aktuell qualifizieren, um unsere Nickelspülwässer ähnlich dem Palladium aufbereiten und wieder nutzen zu können. Die Umkehrosmose des Intelwatt-Projektes befindet sich momentan in der Konstruktion. Die können wir uns dann erst im nächsten Jahr anschauen.
Wir befinden uns jetzt mitten in der Galvanik, der sogenannten BIA 2, als neu gebaute Galvanikanlage hier am Standort in Solingen. Es ist eine von unserem Standard aus vollständig sehenfähige Galvaniklinie, die den Automotive-Standard sowohl für Interieur als auch Exterieur die verschiedenen Mattnickelverfahren abdecken kann. Dazu ist diese Anlage im Prinzip darauf ausgerichtet, dass sie direkt die Zukunftstechnologien in chromfreier Vorbehandlung und Chrom-3-Beschichtung abdeckt. Bedeutet, wir haben hier keine Chrom-6-Beschichtung mehr integriert, sondern sind direkt auf die Oberfläche Chrom-3 gegangen. Dazu ist diese Anlage darauf ausgerichtet, dass wir Chrom-6-freie Vorbehandlungsprozesse installieren und qualifizieren können. Bedeutet, wir haben hier auf der Seite die klassische Vorbehandlung mit elektrolytischer Beschichtung, aber wir haben eine komplette Reihe dafür vorgesehen, um die entsprechenden neuen Prozesse für die Vorbehandlung zu qualifizieren und auch zu benchmarken. Bedeutet im Detail, wir haben nicht nur ein Bypass-System, wo wir einen Prozess versuchen können abzubilden, sondern wir haben viele Positionen, die über die Manganbeize oder Alternativverfahren bis hin zu Ultraschall- und Quellersystemen alles im Prinzip an verschiedenen Stellen integrieren können und wir so auch verschiedene Prozesse dann am Ende gegeneinander benchmarken können, um Effizienz und natürlich die Anforderungen aus dem Automobilbereich uns im Detail anschauen zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick in die Entwicklungsprozesse bei uns und die Galvanik als Zukunftstechnologie geben. Wir sind auf einem sehr guten Wege. Wir haben viele Ansätze, die gerade das Thema Zirkularität sehr schön abbilden. Aber wir gehen auch die Themen um die sogenannten SVHC-Stoffe sehr aktiv an. Und hier nicht nur im Bypass-System, sondern in kompletter, sehenfähiger Automotive-Standardqualifizierung und direkt auch mit einem entsprechenden Warenträgerportfolio und werden hier in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel Diskussionen mit Ihnen über die Qualifizierung dieser Prozesse führen und hoffen konnten, einen guten Einblick in die Entwicklungsprozesse von uns geben. Liebe Zuschauer, Sie sehen die Entwicklung der ressourcenschonenden der Technologien schreitet voran. Ich hoffe, in den nächsten Jahren werden wir Ihnen auch die ersten Serienbauteile vollständig aus der neuen Vorbehandlung der BIA 2 ausliefern können. Wir suchen hier noch die Unterstützung der Automobilhersteller, denn wie schon bei der Umstellung auf Chrom-3-Verfahren mussten wir lernen, dass die Qualifikationshürden oft eine sehr große Herausforderung für einen Serienprozess darstellen können. Die Prozesse bei BIA werden täglich und optimiert und an den Umweltzielen der Gruppe gemessen. Doch wie ist es denn beim Kunststoffmaterial? Wir haben in den letzten Jahren über die Möglichkeit des Recyclings von Kunststoffbauteilen gesprochen. Was hat sich getan? Dr. Markus Hepp wird uns die neuesten Ergebnisse vorstellen und einen Ausblick in die Zukunft geben. Echtmetalloberflächen unterstreichen das wertige Design von Fahrzeugen sowohl im Innenraum wie auch im Exterior. Diese Oberflächen besitzen einen bleibenden Wert und sind nach ihrer Nutzungsphase vollständig recycelbar. Die Herausforderung wird sein, dass die Fahrzeuge und ihre einzelnen Bauteile am Ende ihrer Nutzungsdauer zukünftig nicht mehr auf dem Schrottplatz enden. Eine systematische Rückführung und Desintegration von Fahrzeugen sowie ein Recycling ihrer einzelnen Bauteile gibt es nicht. Noch nicht. Denn diverse Automobilhersteller arbeiten bereits an Konzepten und Infrastrukturen zur Rückführung von Fahrzeugen und dem Recycling ihrer Komponenten. Unsere Bauteile haben in diesem System aufgrund ihrer vollständigen Recyclingfähigkeit einen erheblichen Nachhaltigkeitsvorteil. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die BIA-Gruppe möchte natürlich auch ihren Kreislauf schließen und sie wird auch ihren Kreislauf schließen. Das heißt, wir haben natürlich unser überwiegend linear basiertes Modell, was ausgerichtet ist auf Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, Ästhetik und Sicherheit. Das erweitern wir. Und hier nochmal der Hinweis, den wichtigsten Baustein, damit wir in eine Circular Economy reinkommen, ist natürlich, dass wir, dass unsere Bauteile nach der End-Use-Phase auch wieder, dass wir die zurückbekommen, um sie natürlich dann auch entsprechend aufarbeiten zu können.
Das bedeutet, wir müssen unser Geschäftsmodell anpassen und hier wirklich nochmal der Hinweis, wir haben es ja schon mehrfach gesagt und es gilt auch weiterhin, wir nehmen unsere Bauteile nach der End-Use-Phase zurück, um sie dann entsprechend recyceln zu können, damit sie dann auch in unseren Prozessen wieder weiterverwendet werden können. Was hatten wir den Stand letztes Jahr? Wollte ich Sie noch mal gerade abholen. Das waren unsere ersten Versuche, die wir gemacht haben, die auch schon sehr vielversprechend aussahen. Aber der genaue Beobachter sieht natürlich, dass man hier noch leichte Verunreinigungen drin hat. Wir haben zwar schon sehr hohen Reinheitsgrad in unseren Rezyklaten, aber der reichte damals noch nicht aus, um hier eine wirklich sehr gute Oberflächenqualität hinzubekommen. Das hat sich geändert in 2022. Wir haben hier nochmal was weitergemacht und haben nochmal bezüglich Reinigung der Kunststoffe eben entsprechend nochmal einen draufgesetzt. Und was Sie hier jetzt sehen, ganz links, ist ein Original-RBS-Material ohne Rezyklatanteil. Und danach sehen wir 10% Rezyklatanteil in dem ABS, 20, 50 und dann eben auch eine Platte aus komplett Rezyklat, also 100% Rezyklatanteil. Die Oberflächenqualität, die Farbe ändert sich, aber die Oberflächenqualität ist jedes Mal wirklich sehr gut, sodass wir hier auch nach dem Beschichten weder technisch noch optisch irgendwelche Unterschiede zum Originalmaterial eben entsprechend erkennen können. Ja, das ist ein sehr guter Prozess. Ich wurde in der Vergangenheit schon immer wieder gefragt, wie sieht es denn aus? Ist das auch ein serienreifer Prozess, euer Rezyklatprozess? Und ich würde sagen, ja, der ist serienreif, aber man kann ja viel erzählen. Deswegen nehme ich Sie einfach mal mit auf eine Exkursion. Wir gehen jetzt zu den entsprechenden Firmen, die unsere Bauteile aufarbeiten. Im Augenblick ist es das Post-Industrial Material, aber wir wollen natürlich auch das Post-Consumer Material aufarbeiten zukünftig. Und ja, hier nehme ich Sie mal gerne mit auf die Reise. Also, wir starten im Süden von Nordrhein-Westfalen. Hier ist der Geschäftsführer der Energenta GmbH, der Herr Möhring. Der zeigt mir als erstes mal den Platz, wo alles eingelagert wird oder wo die verchromten Bauteile eben entsprechend angeliefert werden. Von hier aus wird das Material dann in eine Art Zwischendepot eingelagert. Von diesem Depot aus werden Bauteile entnommen. Die werden dann erstmal grob zerkleinert, damit man am Schluss dann silofähiges Material hat, was dann auch in Silos eingelagert werden kann. Und hier von diesen Silos aus beginnt dann der eigentliche Trennprozess. Es geht über mehrere Zerkleinerungsstufen, in denen das Material einfach sukzessive zerkleinert wird. Und bei diesem Schredderprozess passiert eigentlich eins, die Metallschichten platzen ab vom Kunststoff und beide Fraktionen können voneinander getrennt werden. Man sieht hier sehr schön die Kunststofffraktion, ja, wie die Flakes dann da aufgesammelt werden. Und hier sieht man dann letzten Endes die abgetrennte Metallfraktion. Also nochmal zusammenfassend. Sieht man gleich in dem Bild, das ist die silofähige Ware, die nach dem ersten Schredderprozess eben entstanden ist. Dann hat man hier die Kunststofffraktion und am Schluss erhält man dann eben auch noch die Metallfraktion. Ja, und der zweite Teil unserer Reise führt uns dann in die Nähe von Nürnberg zur Sysplast GmbH. Hier wird der geschredderte Kunststoff oder die geschredderte Kunststofffraktion kompoundiert. Das angelieferte Material wird erstmal auf seine physikalischen Eigenschaften hin überprüft. Jede Liefercharge, von jeder Liefercharge wird eine repräsentative Probe entnommen. Mit dieser Probe werden erstmal Spritzgussversuche durchgeführt und es werden entsprechende Prüfkörper erzeugt. Anhand dieser Prüfkörper kann man dann die mechanischen Eigenschaften des angelieferten Materials bestimmen. Hier wird zum Beispiel die Kerbschlagzähigkeit durchgeführt. Auf Basis dieser Ergebnisse wird dann am Ende festgelegt, welche Zusatzstoffe dem Ganzen noch beigemischt werden müssen, um am Ende der Kompoundierung ein entsprechend fertiges Material zu erhalten, welches einem ABS ohne Rezyklatanteil entspricht. Hier sieht man den Herrn Dobacke, wie er mir dann noch zeigt, wie man so eine Rezeptur ins System einstellt. Der Rest geht dann eigentlich ganz von alleine. Die einzelnen Komponenten werden automatisch der Kompoundieranlage zugefügt. Das fertige Material wird in Strängen abgekühlt, zerkleinert und getrocknet. Final werden dann die Eigenschaften des kompoundierten Materials überprüft und am Ende ist die Ware einsatzbereit. Also, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, wir konnten Sie überzeugen, dass der Prozess, dass unser Recyclingprozess steht, dass er seriensicher ist.
Natürlich möchte ich Ihnen dann eben noch einen entsprechenden Ausblick auf 2023 geben. Was haben wir weiterhin vor? Wir wollen die Materialqualifikation fortführen und dann natürlich auch abschließen, dass wir auch sämtliche Freigaben von den einzelnen OEMs haben, um natürlich dann schon in der Serienfertigung das Ganze auch einsetzen zu können. Wir möchten auch unsere anderen Biotechnologien eben entsprechend integrieren mit dem Rezyklat. Das heißt, unsere Ambient Light Technology und auch unsere Touch-Technologie wollen wir integrierbar machen. Sie sehen das hier auf dem rechten Bild. Das ist ja mal eine Demonstration der Integrierbarkeit. Man sieht hier, je höher der Rezyklatanteil ist, desto gelblicher werden natürlich die Symboliken. Das ist ein Problem. Also die Tassen sind auch touchfähig, das ist nicht das Problem. Und wir können das kompensieren. Sie sehen es jetzt. Da ist es gerade umgeschaltet. Mit einer speziellen LED-Technik können Sie das kompensieren, dass es sozusagen hin und her schaltbar ist. Also auch das funktioniert unserer Meinung nach. Das heißt, als letztes steht jetzt noch aus, der Prozess ist fertig, er muss noch qualifiziert werden und er ist noch in der Qualifikation drin, aber dann ist er eigentlich fertig. Wir brauchen also noch den offiziellen Stempel und dann beginnen wir nächstes Jahr auch eben entsprechend die Post-Consumer-Kreisläufe zu schließen. Ich habe es ja schon gesagt, wir nehmen unsere Bauteile zurück. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch darauf einrichten, was bekommen wir zurück und wie werten wir das dann auf und wie wird es recycelt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne. Im Online-Forum können Sie die ja eben entsprechend stellen. Ja, scheuen Sie sich nicht, wir sind gleich für Sie da und beantworten Ihre Fragen. Dankeschön. Ja, willkommen zurück im Studio, wo ich jetzt die erste Live-Diskussion eröffnen möchte. Dazu habe ich hier zu meiner Linken Markus Hepp sitzen. Hallo. Und zu meiner Rechten Felix Heinzler. Hallo Markus. Ich habe natürlich ein paar Fragen für euch vorbereitet. Ne? Und Felix, wir liefern ja schon seit 2014 Chrom-3-Bauteile für die Automobilindustrie in Serie. Wie weit ist eigentlich die Etablierung der Chrom-3-Bauteile oder Prozesse und die Integration dieser Oberflächen in die Produktion fortgeschritten? Wenn wir schon seit 2014 liefern, sollten wir da recht weit sein. Also grundsätzlich muss man sagen, die Integration ist in allen BIA-Standorten fortgeschritten bis abgeschlossen. Wir haben überall die warmen Farbtöne, oder damit haben wir angefangen, und inzwischen aber auch schon seit 2,5 Jahren blaue Farbtöne, die aktuell sind, in Serie qualifiziert. Dazu kommen jetzt beispielsweise auch dunkle Chromelektrolyte, die wir unter anderem zum Jahreswechsel in Mexiko integrieren. Also soweit produktionsseitig ist das seriensicher und serienfähig und auch, sagen wir mal, integriert und etabliert. Ja, kurz eine Frage. Die blauen Farbtöne, wenn man jetzt nicht drinsteckt, was heißt blau und was heißt gelb? Ja, wenn wir uns die Elektrolyte, sagen wir mal, der letzten Jahre anschauen, dann tendierte Chrom 3 immer eher in einem, sagen wir mal, LAB-Farbraum, in einem positiven B-Wert. Das ist im Prinzip dann die Seite, die etwas wärmer, etwas gelber wirkt. Die klassische Chrom-6-Oberfläche ist eher etwas blauer, also der B-Wert in dem Fall dann negativ auf der Messskala. Und wir haben jetzt über die letzten Jahre es geschafft, mit den Elektrolytherstellern dann diesen Sprung von der eher warmen Seite auf die entsprechend kühlere blaue Farbpalette zu springen. Das heißt also, am Ende können wir es jetzt verbauen mit Chrom-6-Teilen und man sieht keinen Unterschied. Also ich würde sagen, der absolute Experte kann das bestimmt noch raussehen. Für alle anderen ist das, wenn man es nicht weiß, nicht zu erkennen. Bei den verschiedenen Oberflächenspiegelungen und Ähnliches wird das auch im Mischverbau nicht auffallen. Und wir liefern diese Oberflächen ja jetzt inzwischen auch schon seit längerem in Fahrzeuge, wo die Bauteile, sagen wir mal, nicht auffällig sind. Wenn man sich das weiter anguckt, wie gesagt, schwarze Oberflächen in Mexiko werden auch etabliert. Das heißt, prozessseitig in der Fertigung sind wir da gut unterwegs. Was jetzt technisch noch ein Thema ist, ist mit Sicherheit die Abwasserbehandlung, wo wir versuchen einfach über eine UV-Peroxidanlage einfach alle Stoffe, die in den Chrom-3-Elektrolyten drin sind, einschließlich Komplexbildern restlos rauszubekommen. Das ist standortabhängig von uns zu lösen, das Thema. Oder sagen wir mal, es ist gelöst, aber es ist sehr aufwendig, da einfach dann mit dem Intelwatt-Projekt, was wir schon angesprochen haben, zu versuchen, die Wertstoffe aus den Spülen wieder rauszuziehen, das Wasser wieder zu verwenden und den Elektrolyt als Wertstoff auch direkt wieder im Kreis zu führen. Das ist das Ziel für das nächste Jahr. Okay.
Eine Frage an unseren Automotive-Industrie-Manager. Ja. Markus, was sind denn die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Chrom-3-Oberfläche in der Automobilindustrie? Also als erstes würde ich mal sagen, die Bürokratie innerhalb der Lieferkette selber. Also wir haben da unheimliche Anforderungen an Dokumentationen etc. etc. Diese ganzen Abstimmungen, was muss geprüft werden, warum muss es geprüft werden, das ist sehr aufwendig. Jeder will natürlich seine Datenbanken füttern etc. etc. Also das ist sicherlich ein Riesenpaket, was da eben ist. Das zweite Paket ist natürlich die Testung selber. Mit diesen Chromoberflächen sind teilweise, wurden die Normen neu aufgesetzt, die Automobilnormen wurden neu aufgesetzt, es hat neue Prüfungen gegeben und auch wir merken eben entsprechend, dass die Testkapazitäten, wir mussten auch neue Kammern besorgen, Prüfkammern besorgen, dass die Testkapazitäten da entsprechend auch teilweise limitiert sind. Man musste also wirklich gucken, wann kommt welches Bauteil in den Test rein etc. etc. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten jetzt diese Woche eine außerordentliche Prüfung. Da waren andere Bauteile, die mussten noch geprüft werden. Und die einzige Prüfkammer, die ich hier noch im Umfeld gefunden habe, war 200 Kilometer entfernt. Also wirklich, geht ein halber Tag drauf, dass man eben allein nur ein paar Teile dann eben durch die Weltgeschichte fährt, um die dann da zeitnah die Ergebnisse dann auch zu kriegen. Mhm. Ja, die Prüfzyklen dauern unheimlich lange mittlerweile. Die werden auch regelmäßig erweitert. Hemmt das Ganze natürlich irgendwo ein Stück weit. Mhm. Gut, aber man will nicht jammern, die Prüfungen sind notwendig. Wir müssen sie auch machen. Das ist auch richtig so, dass wir die machen. Also es macht also durchaus Sinn. Ich will die nicht in Frage stellen mit der ganzen Sache. Nur deswegen machen wir aber diesen pragmatischen Ansatz. Wir haben uns ja überlegt, was ändern wir überhaupt? Ja, ja. Wir ändern nur eine Chromschicht. Also wir tauschen nur die Chromschicht aus durch eine andere Chromschicht quasi. Es bleibt also, das Bauteil an sich bleibt ja das quasi identisch vorher. Der Felix hat es ja auch schon gesagt, auch im Mischverbau ist es kaum noch erkennbar, dass man da eben Unterschiede hat. Also das ist alles das Gleiche. Von daher ist der pragmatische Ansatz eben, dass man sagt, okay, wir müssen den Prozess freigeben. Vielleicht nicht jeden einzelnen Artikel, sondern wenn wir uns eine repräsentative Anzahl an Artikeln raussuchen, dann kann man eben entsprechend sagen und da eben die Prüfungen durchführen, kann man sagen, der Prozess steht, er funktioniert, mit diesem Artikelportfolio klappt es, dann klappt es auch mit den anderen. Okay. Und natürlich machen wir das dann im Rahmen der serienbegleitenden Prüfungen, würden wir dann eben entsprechend die anderen Artikel alle sukzessive nachziehen, weil die Eigenschaften sind immer die gleichen. Eine Chromschicht bleibt eine Chromschicht. Also am Ende würdest du auch sagen, Chrom 3, das Thema ist eigentlich durch, ist abgeschlossen, wir sind sicher unterwegs. Vom Prinzip ja. Ich meine, was der Felix auch schon gesagt hat, wir machen es schon seit Jahren, setzen wir diese Chromelektrolyte ein und beschichten das auch eben hauptsächlich an unserem Standort in der Slowakei. Und mir ist nichts von Feldrückläufern bekannt oder sonst irgendwas. Und das wäre anders, wenn da in irgendeiner Art und Weise ein qualitativer Unterschied wäre im Vergleich zu eben der ganz normalen, der klassischen Technologie, die wir vorher eingesetzt haben. Ja, dann müssen wir jetzt ja an den Anfang der Linie springen. Felix, eine Frage an dich. Wann ist denn die Vorbehandlung so weit, dass wir sagen können, Mensch, fahr rein, das wird funktionieren? Ich greife mal vielleicht Polyamid auf, haben wir vorhin im Beitrag kurz angerissen. Wir sind in den Qualifizierungsprüfungen, wir haben es in unserer Linie in der Slowakei voll in der Serie integriert. Und ich sag mal, wir werden in den nächsten Wochen hier die Ergebnisse aus den Prüfungen bekommen. Die ersten sahen gut aus und wir werden dann auf die Kundenkette zugehen, dass wir hier die Qualifizierung abschließen und in den Serienprozess starten. Wir sind noch in Optimierung unterwegs, auch ein normales Prozedere, aber der Prozess sieht absolut vielversprechend aus. Solingen, BIA 2, chromfreie Vorbehandlung für ABS. Wir sind noch nicht im Serienprozess. Ich denke, wir werden den Sprung in den nächsten 2 bis 3 Wochen schaffen. Dann ist die Anlage halt innerhalb des Förderprojektes klar darauf ausgelegt, dass wir Serienfähigkeit ganz schnell erzeugen. Also wir werden sofort mit richtiger Warenträgergröße und richtiger Wannengröße nicht im Bypass starten. Zielsetzung von unserer Seite aus ist erste Prüfung bis zum Jahresende, um dann auch sukzessive auf die entsprechende Kundenkette mit Bauteilen, die wir uns jetzt mal so zum Anfang rausgepickt haben, im Januar, Februar dann zuzugehen. Da möchten wir aber, dass das Prüfportfolio so weit abgeschlossen haben, dass wir sagen, okay, dieses Bauteil, folgender Ausschuss, vergleichbar mit Chrom 6 Vorbehandlung und die Haftungsprüfungen werden alle bestanden, dass wir da keine Unsicherheiten haben, sondern direkt klar zeigen, dass der Prozess auch fähig ist. Aber Zielsetzung ist ganz klar Jahresanfang
und dann werden wir da ja die Diskussionen führen, wie wir auch diesen Prozess möglichst zügig qualifiziert kriegen. Okay, dann denke ich mir, werden wir, ja, wie du schon sagtest, im Laufe des nächsten Halbjahres auch auf unsere Kunden zugehen können und das dann mehr oder weniger für Projekte, für neue Projekte anbieten können und auch umsetzen können. Wir würden neue Teile natürlich sofort aufgreifen, wenn sie in das Portfolio passen. Die Anlage ist darauf ausgelegt, parallel auch die Teile direkt über den CFE-Strang, nennen wir ihn mal, einfließen zu lassen. Und dann können wir im Prinzip in der Serie immer wieder auch ganze Warenträger aus dieser Vorbehandlung einbinden und dann zunehmend auch dann komplett umstellen. Dann noch eine Frage an den Markus. Wir haben ja jetzt in dem Beitrag gehört, dass wir die verchromten Kunststoffbauteile wieder in den Kreislauf zurückführen können. Ja. Wie funktioniert das Einsammeln eigentlich? Welche Voraussetzungen muss ich denn da haben, damit ich nachher auch einen sauberen Kunststoff wieder habe? Weil früher war das ja nicht vorstellbar, Kunststoffe wieder zu verwerten. Ist im Augenblick immer noch sehr schwierig, weil die Bauteile aktuell, die jetzt in den Fahrzeugen drin sind, nicht zwingend so designt wurden, dass schon alles recycelt werden kann. Mhm. Also das denke ich mal, aber das wird sich in den nächsten Jahren eben entsprechend entwickeln. Natürlich sind Fehlwürfe möglich oder sowas in der Richtung. Materialvermischungen wären aktuell noch möglich, weil die Leute wissen es unter Umständen gar nicht, wie trenne ich das oder sowas. Wenn es Bauteile schon ergeben, dass sie getrennt werden können, ist das eine super Sache, aber zwingend ist es noch nicht gewährleistet, weil die Sachen sind einfach noch nicht so designt. Mhm. Aber ich denke mal, in Zukunft wird das schon ganz gut gemacht werden können. Also wichtig ist auch so eine Veranstaltung wie heute, dass die Leute auch wissen, wir haben einen Recyclingprozess, er funktioniert, dann kommt der Rest, glaube ich, von alleine, weil dann fangen die Designer an, es so zu designen, dass es eben auch entsprechend rückgebaut werden kann und wieder recycelt werden kann. Noch eine Frage, es gibt ja schon Automobilhersteller, die fordern ja schon aktuell Recyclingmaterial einzusetzen. Ja. Wie hoch kann denn eigentlich so ein Rezyklatanteil im Augenblick sein? Ich sag mal, von der Materialverfügbarkeit her. Gibt es das überhaupt schon, dass Rezyklate aktuell laufen? Das wird sicherlich der Flaschenhals werden. Also aktuell setzen wir es noch nicht ein, weil wir die Freigaben eben noch nicht haben. Wir haben ein paar gute, sagen wir mal, Startprojekte oder sowas, dass wir dann auch sicher sind, dass nächstes Jahr kommen mit Sicherheit die ein oder andere Freigabe, dass wir dann auch kleine Projekte vielleicht starten können, um damit loszulegen. Das denke ich schon, dass das funktioniert. Alle Bauteile, schlagartig, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl von 30% Rezyklatanteil, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wir nur unser Post-Industrial Material im Augenblick zur Verfügung haben. Und ich habe es ja gesagt, die Bauteile sind noch gar nicht designt, das Post-Consumer-Material dann vollständig zurückzukriegen. Alles klar. Das wird so eine Sache werden. Okay. Ich glaube, das war schon mal eine gute Diskussionsrunde hier. Ich würde dann jetzt gerne in den zweiten Teil unseres Online-Forums weiterleiten. In diesem Augenblick möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, bitte stellen Sie Ihre Fragen online, damit wir in der zweiten Diskussionsrunde auch eine aktive Beteiligung von Ihrer Seite bekommen können. Ja, im ersten Teil des Online-Forums haben wir hier sehr stark über die neuen Technologien auch am Standort in Solingen gesprochen. Im zweiten Teil wird der Inhaber der BIA-Gruppe, Jörg Püttbach, in den Nachrichten auch über die Neuigkeiten aus den anderen Standorten berichten. Guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmer am BIA-Online-Infoforum. Neben den spannenden Themen rund um eine chrom-6-freie Zukunft in der Produktion und die 100%ige Kreislaufführung von BIA-Bauteilen gibt es noch weiteres aus der BIA-Gruppe zu berichten. Hier sind sie, kurz und knapp, die BIA-News. Automatisierung schreitet voran. Aufsteckroboter, automatisierte Laseranlagen, fahrerlose Transportsysteme und vieles mehr. BIA arbeitet schon immer daran, den Automatisierungsgrad in der Fertigung zu erhöhen. Eine weitere Anlage zum automatischen Stanzen wurde nun der Serie übergeben. Große Fortschritte macht BIA auch bei der kameragestützten Oberflächenprüfung.
Ziel aller Automatisierungen ist es, sowohl die Effizienz als auch die Qualität zu verbessern. BIA als Finalist beim Besser Lackieren Award 2022. Als Neueinsteiger schaffte es BIA direkt unter die Finalisten des Besser Lackieren Awards. Mit der neuen, hocheffizienten und flexiblen Lackieranlage hofft BIA, sich auch im Finale gegen hochspezialisierte Lackierunternehmen und Konzerne wie BMW durchsetzen zu können. Prüflabor in Solingen akkreditiert. B-Lab heißt das durch die Deutsche Akkreditierungsgesellschaft DAKKS akkreditierte BIA-Prüflabor. Das B-Lab kann als unabhängiges Labor alle wesentlichen vom Kunden gewünschten Prüfungen an den BIA-Bauteilen durchführen. Damit können Qualifizierungszeiten deutlich reduziert werden. Auch Ihre Bauteile können im B-Lab geprüft werden. Anfragen über die BIA-Website. BIA Mexiko vor IATF-Zertifizierung. Das neue BIA-Werk in San Luis Potosí hat das Stage 2 Audit mit Erfolg absolviert. In den nächsten Wochen werden noch einige kleinere Abweichungen, die sogenannten Minors, korrigiert. Die Ausstellung der Urkunde der IATF wird dann zum Jahreswechsel erwartet. Wuxi BIA. Das BIA Joint Venture in Wuxi, China, stellt sich kundenseitig breiter auf. Neben zahlreichen Bauteilen für Audi, Daimler und VW konnten in letzter Zeit verstärkt auch asiatische OEM von der BIA-Qualität überzeugt werden. So werden Bauteile von BYD, Great Wall, FAW, Toyota und Nissan gefertigt. TouchChrome weiterentwickelt. Das BIA TouchChrome wurde bereits 2021 vorgestellt. Jetzt haben die BIA-Entwickler die Touch-Empfindlichkeit nochmal deutlich verbessert. Vollmetallisierte Oberflächen können nun ohne Einschränkungen mit Funktionen belegt werden. In Verbindung mit dem BIA Nachtdesign und dem BIA TextureChrome bieten sich damit zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Bedienelemente. BIA setzt auf Solarenergie. Zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele setzt BIA weiter auf Photovoltaik. Während in Solingen mit der Fertigstellung zwei weiterer Anlagen eine Leistung von fast 1 Megawatt Peak erreicht wird, entsteht im mexikanischen BIA-Werk San Luis Potosí eine Anlage, die fast doppelt so viel Strom erzeugen wird. Der Sonne in Mexiko sei gedankt. Auch im slowakischen Werk in Nitra ist eine Anlage von über 1 Megawatt Peak projektiert. Der grüne Strom dämpft die explodierenden Stromkosten und ist ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität von BIA. Das waren die BIA News. Und jetzt zurück zu Markus. Ja, gerade noch bei den Nachrichten. Jetzt hier bei uns im Studio. Jörg, willkommen. Ja, in danke der Runde. Schön. Ja, ich habe auch direkt eine Frage an dich. Wir haben ja jetzt die zweite Diskussionsrunde und ich finde, da gibt es eine wichtige Frage. Du hast in den News auch auf die Ziele der BIA-Gruppe hingewiesen. Wichtig sind dabei immer die Umweltziele, die Ressourcenschonung und das erfordert natürlich erhebliche Investitionen. Wir konnten das ja auch sehen. Sind diese Ziele in einer Zeit, in einem wirtschaftlichen Umfeld, wie wir es im Augenblick haben, wo, ja, wo es gerade vielleicht in der Automobilindustrie in Europa nicht so gut läuft, haben die gleiche Wichtigkeit und können wir die in diesem wirtschaftlichen Umfeld auch voranstellen? Oder wird das Ganze jetzt, diese ganze Einführung der neuen Technologien erschwert oder vielleicht sogar unmöglich gemacht? Ja, Markus, du weißt ja, wir sind ein Familienbetrieb und wir denken eher ein bisschen langfristig und nicht nur an die nächsten Jahre, sondern wir haben ja großes Interesse, die Technologie, die Galvanotechnik, die verchromten Bauteile im Automobil, die metallisierten Bauteile auch noch in vielen Jahren zu platzieren. Und dafür gibt es eine klare Strategie des Unternehmens. Wir setzen einmal natürlich auf die Vermeidung von SVHC-Stoffen, Chrom 6, wir haben es gehört. Wir haben unser Ziel Klimaneutralität, was, glaube ich, für uns als Bürger eine wichtige Sache ist, aber auch als Unternehmen. Und ganz vorne mit,
Wir wollen Zirkularität erreichen. Wir wollen unsere Bauteile 100% recyclingfähig machen. Das ist eine Strategie, die gilt einfach für die nächsten 15 Jahre. Und wir glauben damit auch, sicherlich für die Zukunft punkten zu können. Ja, im Moment tun die Investitionen in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sicherlich weh, aber sie sind für die Zukunft und deswegen eigentlich alternativlos. Okay, das hört sich, ich sag mal so, für uns ja als Mitarbeiter in der Gruppe eben auch nach einer verlässlichen Zukunft an. Ich finde, das ist eine gute Aussage zu dem Thema. Ich hatte ja gesagt, wir kommen jetzt zu den Fragen aus dem Publikum. Die erste Frage, die ich hier habe, geht zu dem Thema Rezyklate. Vielleicht an dich, Markus. Ja, gerne. Wie hoch ist die Reinheit des Rezyklats? Und dann, da kommen noch mehrere Fragen zum Rezyklat, aber vielleicht fängst du damit. Fangen wir erstmal damit an. Ja. Ganz schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen 99,9%. Also es geht verdammt nah an die 100% ran. Woran machen wir das fest? Das ist so gut wie gar nicht mehr messbar, was wir noch an Verunreinigungen drin haben. Wir machen das wie immer bei uns in der Galvanik daran fest, wie gut ist die Optik von den Bauteilen. Weil das ist so der Indikator schlechthin. Also unabhängig von Messwerten oder sonst irgendwas. Wenn die Oberfläche optisch in Ordnung ist, dann ist sie auch sehr sauber und sehr rein. Und von daher können wir da problemlos sagen, wir sind also weit über die 99%-Grenze hinaus. Ja, konnte man auch an den Platten sehen. Absolut. Dann wird gefragt, was passiert denn eigentlich mit dem Palladium auf der Oberfläche? Du lachst, vielleicht kannst du eine Antwort dazu geben. Wir haben es Tatsache gesucht. Also wir hatten gehofft, wir finden beispielsweise, also der Trennprozess, der wird auch mit Spülen dann am Ende nochmal in einem, sagen wir mal, nassen Umgebung am Ende betrieben. Und wir hatten gehofft, wir finden das Palladium in Spuren in diesen Spülwässern wieder und könnten es dann, ähnlich wie wir das hier in Solingen jetzt in den Galvanobädern machen, wieder rausfiltern. Leider sind diese Minimalspuren, die auf dem Bauteil landen, dann hier nicht direkt wiederzufinden. Also das wird in der Metallkomponente verbleiben und dann am Ende hier in dem Aufbereitungsprozess dann, ich sag mal, am Ende untergehen. Wir reden ja hier nur über PPM-Anteile, da ist so gut wie nichts drin. Mhm. Also wir kommen bisher nicht an diese Spuren wieder ran, wenn wir die Materialien wieder trennen. Okay. Eine Frage, die hatte ich vorhin hier auch gesehen, kam rein. Kriege ich denn Geld, wenn ich meinen verchromten Kunststoff wieder abgebe? Nee, wir nehmen die Sachen quasi kostenneutral zurück. Das heißt, das, was wir natürlich eben entsprechend an sagen wir mal, Ertrag haben für das Metallrecycling, das stecken wir sozusagen in das Kunststoffrecycling mit rein. Also, dass das dann eben entsprechend alles kompensiert werden kann miteinander. Okay. Eine Frage, da steht dran an den Felix Heinzler. Wie wird das Thema Energieeffizienz bei BIA gerade als aktuelles Thema in Europa angegangen? Ist eigentlich auch ein Punkt wieder für die BIA 2. Also wir haben ja hier, ich sag mal, oben drüber auch das Thema Ressourceneffizienz geschrieben. Und die Galvanik ist mit einem Energiemanagementsystem so weit ausgestattet, dass wir die Bäder und die Positionen gegeneinander benchmarken können, die verschiedenen Elektrolyte hier bewerten. Das ist klar die Richtung der Prozessseite. Dazu greifen wir das Thema der Anoden in diesem Bereich auch wieder mit auf, dass wir halt schauen, dass wir möglichst effizient beschichten können. Die anderen Bereiche darf man dabei nicht so ganz außen vor lassen. Also wir haben natürlich auch alles Mögliche an Prozessen bis zum Spritzguss drumherum. Im Spritzguss muss man nur fairerweise sagen, ist das Thema Energieeffizienz halt schon lange kein neues mehr. Das heißt, hier über die letzten Jahre, Jahrzehnte gibt es entsprechende Isoliermanschetten. Es gibt Antriebstechnologien, die sehr effizient bereits arbeiten. Da sind wir mit elektrischen Maschinen, die wir hier am Standort haben, schon sehr gut ausgestattet, dass wir hier bereits einen sehr hohen Effizienzwert haben. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns alle Prozesse im Moment nochmal im Detail an und versuchen hier halt ganz klar immer auch auf Effizienz zu trimmen, soweit es geht. Wir hatten ja im letzten Jahr schon mal die LED-Umstellung vorgestellt. Das zieht sich weiter durch, das ist ein kontinuierliches Thema. Gehen wir jetzt aber auch aktiv in der Galvanik mit den Prozessbädern an.
Das ist auch noch eine Frage an den Felix, wie wir das als, also die Frage ist, wie organisiert BIA als ja, mittelständisches Unternehmen diese Zusammenarbeit in diesen Förderprojekten? Also das ja, ist wahrscheinlich auch für andere Unternehmen interessant, in diesen Förderprojekten mitzuarbeiten. Wie funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich eine ganz spannende Entwicklung über die letzten Jahre, wo wir einfach über die Zusammenarbeit mit den Universitäten, wenn wir Abschlussarbeiten bei uns betreut haben, also Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, dann die Kontakte zu den Instituten aufgebaut haben und hier entweder aus unserer Sicht dann entsprechende Themen in der Kooperationsförderung versucht haben zu platzieren. Palladiumrückgewinnung ist so ein Thema, was wir von uns aus initiiert haben, oder aktiv von den jeweiligen Lehrstühlen zu Fokusthemen des Lehrstuhls angesprochen worden sind. Also das Intelwatt-Projekt zum Beispiel ist, das ist ein Konsortium aus 20 verschiedenen Unternehmen und Instituten, wo es sich generell um Wasseraufbereitung dreht. Und der Professor, mit dem wir das zusammen machen, hatte mit uns eine Abschlussarbeit betreut, die sich um das Palladium gedreht hat und gesagt, okay, wir haben hier ein spannendes Projekt, habt ihr nicht Lust daran teilzunehmen? Wir werden halt eine der drei Case Studies in diesem Fall stellen. Und so organisiert sich dann letztendlich die Gesamtkooperation da drumherum. Das ist schon, ja, ist aufwendig, muss man sagen, ist ein Dreijahresprojekt. Aber so bekommen wir natürlich auch sehr viel technisches Know-how, auch aus der Forschung, dann direkt wieder bei uns in die Produktion integriert. Wie, das ist eine Frage jetzt an den Jörg, die kommt aber auch von mir jetzt mal. Diese ganzen Themen, die wir hier haben, wie integrieren wir das eigentlich in die Entwicklungsziele unserer Branche? Weil das ist ja auch so, dass der FGK als Verband ja auch bestimmte Ziele aufgesetzt hat. Geht das so, dass wir dem FGK ja dort Ziele mit, ja, die Ziele mit beeinflussen? Oder wie läuft ja, das? Natürlich, wir setzen uns ja im Verband ein, aber am Ende ist ja auch die Diskussion, die wir hier führen, ist ja nicht in erster Linie eine, wo wir sagen, BIA ist toll. Natürlich ist BIA toll, aber wir sagen vor allen Dingen, die Technologie ist toll. Und das kommt natürlich dem Verband zugute. Wir müssen es einfach nochmal sehen, wenn die OEM sagen, wir wollen Cradle-to-Cradle-Fahrzeuge bauen, wir wollen Recycling in den Fahrzeugen zu hohen Quoten umsetzen, dann ist die Dekoration von Kunststoffteilen über eine Metallschicht die Technologie der Wahl. Im Vergleich zu einer lackierten Oberfläche sind wir halt 100% recyclingfähig. Ein lackiertes Kunststoffteil können Sie nur downcyclen, in der Regel verbrennen. Dazu kommt, es gibt Riesenthemen mit Mikroplastik verursacht durch lackierte Oberflächen. Wo bleibt denn der Abrieb all der lackierten Oberflächen? Der geht irgendwo in die Umwelt. Und all das haben wir bei Metall nicht oder in einem deutlich geringeren Maße. Wir können zu 100% recyceln. Das heißt, es geht um die Technologie. Und die Technologie wollen wir natürlich als Branche nach vorne treiben und auch über den FGK natürlich. Ich finde, das war einfach ein gelungenes, ja, Abschlussplädoyer für Chrombauteile. Das finde ich, sollten wir auch ja, sehen. Wir sind eigentlich am Ende unseres BIA Online Forums angekommen. Ich möchte mich hier bei den Diskussionsteilnehmern herzlich bedanken und natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie die nach wie vor noch stellen. Wir werden diese Fragen dann auch über, ja, über die Webseite beantworten. Oder noch besser, Sie sprechen Ihren BIA Ansprechpartner direkt an. Der wird sich freuen, Ihnen auch bei den, ja, Fragen behilflich zu sein. Ich möchte mich hiermit verabschieden und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.